Das waren jetzt mehr oder weniger theoretische Überlegungen. Also es ging eigentlich die ganze Zeit darum, auch in der letzten Stunde schon, gibt es überhaupt Nullstellen? Und jetzt haben wir darüber nachgedacht, wenn ich Nullstellen habe, was bedeutet das für die Polynome? Wie viele Nullstellen kann es überhaupt geben? Jetzt wollen wir mal zur Praxis übergehen. Man muss sich aber vorher diese Gedanken schon machen, damit man überhaupt weiß, was man tun muss. Und damit man zum Beispiel weiß, ob es überhaupt sinnvoll ist, weiter nach Nullstellen zu suchen und so weiter. Also die praktische Frage ist jetzt, wie findet man denn Nullstellen? Und wenn man Nullstellen gefunden hat, wie kann man dann mit möglichst wenig Aufwand diese Linearfaktoren abspalten? Und ich will das mal von hinten anfangen. Wir fangen also nicht erstmal damit an, Nullstellen zu finden, machen wir auch noch, sondern wir machen das andere, das Abspalten von Nullstellen. Und zwar machen wir das nochmal anders. Wir gucken uns nämlich stattdessen an, wie man Polynome dividiert. Wenn wir das können, können wir auch Nullstellen abspalten. Nochmal zur Erinnerung mit dem Nullstellen abspalten, das war ja so, das sah so aus, wir hatten ein Polynom px ist gleich Linearfaktor mal qx. Hier steht ja ein Mal. Und das können Sie jetzt, wenn Sie sich vorstellen, Sie hätten einen Körper, haben wir nicht, ja? Der Ring, der Polynom ist ein Ring, kein Körper. Aber wenn Sie sich mal kurz vorstellen, wir hätten einen Körper, dann könnten Sie diese Gleichung durch das Polynom qx teilen. Nur mal so als Vorstellung. Dann würde auf der linken Seite stehen, ein Polynom geteilt durch das andere Polynom und rechts würde das hier rauskommen. So, und jetzt überlegen Sie mal, wie ist das mit Ringen und Körpern? In Körpern darf ich sowas immer machen. In Körpern darf ich tatsächlich dividieren und dann kommt hier irgendwas raus. In Ringen darf ich nicht dividieren, aber wir haben ja gesagt, wir haben sowas wie einen Prototypring, das war der Ring der ganzen Zahlen. Und im Ring der ganzen Zahlen, da kann man dividieren, allerdings geht das nicht immer so ganz sauber. Das läuft nicht immer so ganz sauber wie in Körpern. Mal zur Erinnerung, jetzt werden die guten alten Schulzeiten bei Ihnen wieder wach werden. Was passiert denn, wenn ich in den ganzen Zahlen zum Beispiel 256 durch 12 teile? Wie geht denn sowas überhaupt nochmal? Schriftliches Dividieren. Ja? Ich würde am Anfang 25 durch 12 teilen. Genau, 25 durch 12, ja, das ist. Also das ist ein bisschen mehr als 2, aber wir überlegen, wie oft passt die 12 höchstens in die 25 rein? Zweimal. Dann nehmen wir wahrscheinlich das hier damit mal. Ne? Also zweimal hat es reingepasst, zweimal 12 ist 24, das würden Sie hier drunter schreiben. Ja. Dann kommt hier 1 raus. Dann haben Sie hier 16 stehen. Schaue ich, wie oft die 12 in die 16 passt, das ist dann einmal. Einmal passt die 12 in die 16 rein. Multiplizieren wieder. Genau. Das ist wieder ab und 4. Ja. Das wäre dann mein Rest. Genau. Und an der Stelle hört es dann auf mit dem Dividieren, weil es halt eben kein Körper ist, geht das nicht glatt auf. Ich kann da nicht sowas wie ein richtiges Ergebnis bekommen. Und Sie haben dann damals geschrieben, 21 Rest 4. Ja? Oder mit anderen Worten, Sie können sich das auch so darstellen, dass Sie sagen, 256 ist 12 mal 21 plus 4. So rum können Sie das auch sich vorstellen. Und in Z kann man das immer machen und tatsächlich kann man nicht nur im Ring der ganzen Zahlen so eine Division mit Rest durchführen, sondern man kann auch im Ring der Polynome eine Division mit Rest durchführen. Und manchmal geht das auf und dann haben Sie sowas wie hier oben. Dann haben Sie etwas, was Sie wirklich komplett ohne Rest teilen können. Das ist nämlich genau dann der Fall, wenn Sie zum Beispiel eine Nullstelle gefunden haben. Also die Polynome verhalten sich im gewissen Sinne so, das hatte ich ja schon angedeutet, wie ganze Zahlen, indem sie so aus Faktoren zusammengesetzt sind. Das, was wir bei den ganzen Zahlen die Primfaktoren nennen, nennt man bei Polynomen später die irreduziblen Faktoren. Das Wort brauchen Sie sich aber nicht zu merken, weil wir so weit gar nicht in die Algebra vorstoßen werden. Wir werden aber zumindest mal ausprobieren, was es denn bedeutet, zwei Polynome zu dividieren und wie man das macht. Und das geht überraschend einfach, das geht nämlich genauso wie hier, nur dass man darauf achten muss, dass es eigentlich sogar noch einen kleinen Tick einfacher ist. Man muss nämlich nicht über den Übertrag sich Gedanken machen. Wenn Sie darauf aufpassen, ist Polynomdivision eigentlich einfacher als die schriftliche Division, die Sie in der Schule gelernt haben. Das Analogiebeispiel zu dem, was wir hier gemacht haben. Und jetzt werde ich mal alle Farben auffahren, die ich habe. Hier haben Sie eine 2, hier haben Sie eine 5 und hier haben Sie eine 6.
2, 5, was habe ich jetzt gemacht? Ich bin aber auch ein Schussel. 2, 5, 6. Was heißt denn eigentlich 256? 256 heißt 2 mal 100, das ist ja die 100er Stelle, plus 5 mal 10 plus 6 mal 1. Und 100 heißt ja nichts weiter als 10 zum Quadrat. Ach Quatsch. 10 zum Quadrat. 10 hoch 1 und hier steht 10 hoch 0. Das ist ja das ganz normale Stellenwertsystem. Also 256 steht für 2 mal 10 Quadrat plus 5 mal 10 hoch 1 plus 6 mal 10 hoch 0. Und wenn Sie jetzt noch statt 10 einen Buchstaben hinschreiben, wie wäre es denn zum Beispiel mit x, dann haben Sie auf einmal ein Polynom da stehen. 2 mal x Quadrat, 5 mal x hoch 1, 6 mal x hoch 0. Und dann können Sie genau das Spielchen, was wir hier mit den Zahlen gemacht haben, mit Polynomen machen, außer, wie gesagt, dass wir keinen Übertrag haben werden. Da gehe ich aber gleich in einem Beispiel nochmal drauf ein. Wir rechnen erstmal die Beispielrechnung, die genau zu diesem Zahlending hier passt. Ich scroll mal bis hierhin hoch. Also ich schreibe das hier ab. 2x² plus 5x plus 6. Dieses Polynom hier, das spielt die Rolle von der Zahl 256 hier oben. Das möchten wir dividieren, geteilt durch. Und hier steht 1 mal 10 plus 2 mal 1, also 1 mal 10 hoch 1 plus 2 mal 10 hoch 0, also 1 mal x plus 2, können Sie hierfür sagen. X plus 2. So, und das wollen wir jetzt ausrechnen. Das Schöne, das ist das, was ich mit dem Übertrag meinte, ist, Sie müssen hier ja überlegen, wie oft passt die 12 zum Beispiel hier vorne in die 25 rein. Wenn der Divisor, durch den Sie hier teilen, relativ groß ist, dann macht die schriftliche Division eigentlich schon keinen Spaß mehr. Wenn Sie sowas haben wie 20 Millionen geteilt durch 10.000, dann müssen Sie überlegen, wie oft 10.738 in irgendwas reinpasst. Das kann man schon nicht mehr im Kopf ausrechnen. Bei der Division von Polynomen müssen Sie sich diese Arbeit tatsächlich überhaupt nicht machen. Sie müssen ausschließlich über die beiden vorderen Terme immer jeweils nachdenken. Also in diesem Fall gucken Sie sich nur die beiden hier an. Und der Rest ergibt sich dann. Werden wir gleich sehen, wie das alles wunderbar wie vom Himmel fällt. Obwohl in diesem Fall die Rechnung tatsächlich identisch aussieht. Also wir überlegen uns, wie oft passt das x in 2x² rein? 2x mal, ne? Weil, ich mache mal so eine kleine Nebenrechnung, 2x mal x ist ja 2x². Also wenn ich 2x² durch x teile, dann kommt hier 2x raus. Und jetzt mache ich dasselbe wie hier, jetzt multipliziere ich von hier das ganze Ding, was hier steht, und dann muss ja was wegfallen. 2x mal x, da steht hier unten 2x², darum habe ich das überhaupt gemacht, dann fällt garantiert der höchste Term weg. Und jetzt muss ich um die 2 mich noch kümmern, 2 mal 2x ist 4x plus 4x. Das ist das, was ich hier ausgerechnet habe, weil ich dies hier mit multipliziert habe. Jetzt kommt der Fehler, den garantiert einige von Ihnen machen werden. An der Stelle sage ich immer, dass Sie diesen Fehler nicht machen sollen. Ich gebe Ihnen einen Ratschlag. Natürlich gibt es immer ein paar, die dann doch nicht, aber so ist das Leben halt. Wäre ja auch langweilig. Also an der Stelle müssen Sie jetzt dieses ganze Ding abziehen, so wie Sie das gewohnt sind. Ja, hier haben Sie ja auch in Gedanken die 24 abgezogen und hier die 12. Darum müssen Sie das ganze Ding abziehen. Aber wenn ich das so hinschreibe, ist das falsch. Warum? In Klammern, weil sonst sehen wir das vergessen. Genau. Sie müssen natürlich das ganze Ding abziehen, also müssen Sie ja Klammern drum machen. Ja? Und wenn Sie, also ich gehe mit Ihnen jede Wette ein, dass mindestens einer oder eine von Ihnen das in der Klausur vergessen wird. Aber denken Sie an meine Worte. Sie wollen es ja nicht sein. Jetzt bilden Sie die Differenz und das können Sie jetzt auch ganz wunderbar immer komponentenweise machen. Also auch hier kein Übertrag nötig. Wenn Sie zwei Zahlen voneinander subtrahieren, ganz normal bei Zahlen, dann müssen Sie immer von rechts nach links rechnen und immer so im Kopf einen geborgt und so weiter. Das brauchen Sie hier alles nicht, das ist viel einfacher. Ja? Sie können das von dem abziehen und hier muss natürlich an der ersten Stelle 0 rauskommen,
Deswegen haben Sie das ja überhaupt so ausgerechnet. Sie wissen, dass das erste hier garantiert wegfällt und darum ist auch klar, dass irgendwann mal Schluss ist bei dieser Division, weil in jedem Schritt ein weiterer Term wegfallen muss. Darum ist irgendwann Feierabend. Muss sich also keine Sorgen machen, dass Sie Überstunden machen müssen. Jetzt steht hier 5x minus 4x, bleibt also 1x übrig. Plus 6. Steht hier jetzt. Die habe ich hier runtergezogen, genau wie Sie das sonst auch machen. Ich habe hier jetzt die 6 runtergezogen, genau wie wir das hier gemacht haben. Da haben wir auch die 6 runtergezogen. Jetzt steht hier x plus 6 insgesamt. Und das muss ich jetzt wieder durch x plus 2 teilen. Und da muss ich wieder nur mir die vorderen Stellen angucken. X geteilt durch x. Das ist jetzt ja ganz einfach. X geteilt durch x ist 1. Also muss hier 1 stehen. Ja? Und jetzt multipliziere ich das wieder aus. 1 mal x ist x. 1 mal 2 ist 2. Das will ich hiervon abziehen. Ich denke daran, die Klammern zu setzen. Strich drunter. X minus x, das muss wegfallen. 6 minus 2 ist 4. Und jetzt habe ich hier nichts mehr, was ich hier noch runterziehen kann. Und hier habe ich jetzt ein Polynom vom Grade 0. Hier habe ich ein Polynom vom Grade 1. Darum kann das jetzt nicht mehr weitergehen mit dem Dividieren. Mit anderen Worten, das hier ist mein Rest. Hier steht jetzt Rest 4. Und in diesem Fall, das muss nicht immer so sein, wir gucken uns gleich noch mehr Beispiele an, in diesem Fall kommt tatsächlich dasselbe raus. Hier kam raus 21 Rest 4, hier kommt raus 2x plus 1 Rest 4 und das ist ja quasi die 21, die hier steht. Ne? Da haben Sie wirklich ein Analogiebeispiel. Jetzt rechnen wir mal ein zweites Beispiel noch, wo das nicht mehr genau rauskommt. Bevor wir ein zweites Beispiel rechnen, möchte ich Ihnen aber nochmal zeigen, was wir jetzt eigentlich getan haben. Ich habe ja hier oben gesagt, was bedeutet das? 256 durch 12 ist 21 Rest 4, kann man auch so schreiben. 12 mal 21 plus 4 ist 256. Das sollten wir hier zur Vorsicht aber auch mal nachprüfen. Also hier sollte jetzt rauskommen, wenn ich dieses Polynom mit dem multipliziere und dann 4 addiere, dann muss wieder das Polynom rauskommen. Das machen wir mal vorsichtshalber. Da haben wir auch wieder die Möglichkeit, eine Probe zu machen. Probe. ...2x plus 1 mal x plus 2 plus den Rest ist. So, und jetzt vier Produkte, die wir bilden müssen. 2x mal x ist 2x Quadrat, 1 mal x ist x, 2x mal 2 ist 4x, 1 mal 2 ist 2 plus 4. Und jetzt müssen Sie nur noch zusammenfassen, dann steht hier 2x Quadrat, kann ich wegstreichen... Hier steht x plus 4x, das macht zusammen 5x, das und das. Und hier steht 2 plus 4, das macht zusammen 6, das und das. Und dann steht hier das, was ich ursprünglich hatte. Wunderbar, Probe. Okay. Das wird im nächsten Versuch eine 3 werden. 317 geteilt durch 15. Wir machen nochmal das Ganze mit Zahlen, weil ich ja die ganze Zeit schon gesagt habe, dass das mit den Zahlen eigentlich sogar viel schwieriger ist. Darum zeige ich Ihnen jetzt mal, was Sie sich an Arbeit sparen. Wenn Sie das mit Zahlen machen, dann überlegen Sie, wie oft passt die 15 in die 3 rein? Gar nicht, also muss ich eine Stelle mehr nehmen. Wie oft passt die 15 in die 31 rein? Zweimal. Also schreiben Sie hier hin zweimal. Aber da haben Sie im Kopf schon 2 mal 15 rechnen müssen und da machen Sie einen Übertrag, weil Sie nämlich rechnen, 2 mal 5 ist 10 plus 2 mal 1, 20, macht zusammen 30. Die 3 bekommen Sie nur deswegen hin, weil Sie hier 2 mal 1 rechnen und dann sich noch den Übertrag klauen von der 15 hier. Und sonst funktioniert der ganze Kram auch nicht. Ja? Also kriegen Sie hier jetzt die 30 hin, dann ziehen Sie ab, dann steht hier 17 und jetzt geht es wieder normal weiter. 1 mal 15 ist 15, 2, also steht hier Rest 2. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal mit Polynomen an. Das würde jetzt bedeuten, dass hier steht 3x² plus 1 mal x plus 7 geteilt durch x plus 5. So, und da hatte ich Ihnen ja gesagt, hier rechnen wir anders und das ist tatsächlich einfacher.
Wir gucken uns nur das hier an und das hier. Und dann müssen wir uns nur fragen, wie oft passt x in 3x² rein? 3x. 1x, 3x mal passt es da rein. Also es passt 3x mal rein. Und wir brauchen nicht über einen Übertrag nachzudenken. Wir müssen jetzt nicht überlegen, wie oft muss ich noch die 5 mit irgendwas multiplizieren, das dann erst zusammenzählen und so, wie hier, sondern ich gucke mir nur die beiden hier vorne an. Und dann habe ich 3x mal x ist 3x². Und dann habe ich 3x mal 5. 5 mal 3x ist 15x. Klammern drum, minus, Strich drunter. Die beiden fallen gegeneinander weg. Hier habe ich 1 mal x minus 15 mal x. Das ist also insgesamt minus 14 mal x. Immer schön mit den Vorzeichen aufpassen. Dann kommt die 7 von hier oben plus 7. So, jetzt muss ich mir diese beiden Terme angucken. Jetzt habe ich hier vorne das stehen und das. Was kommt also jetzt da hinten hin? Minus 14x geteilt durch x ist? Minus 14. Vorzeichen ist wichtig, ne? Hier steht minus 14. Minus 14 mal x ist minus 14x. 5 mal minus 14, 50, hier ist 70, minus 70 steht hier. Wenn ich mich nicht verrechnet habe. 14? Nö. Minus 60. Ausnahmsweise. Ja, 70. Okay. Rundungsfehler. So. Hier sehen Sie nochmal, wie wichtig das ist mit dem Vorzeichen und den Klammern drum, weil hier oben ja minus 14 steht und hier müssen Sie minus minus 14 rechnen, dann hebt Sie das Ganze auch auf. Dann haben Sie minus 14 plus 14, steht am Ende 0 da. Und hier haben Sie plus 7 plus 70. Also insgesamt steht hier 77. Und jetzt haben Sie 77 geteilt durch irgendwas mit x, das geht nicht mehr, also haben Sie Ihren Rest hier stehen, Rest 77. Und in diesem Fall kommt was völlig anderes raus als hier. Das hat mit dem Ergebnis bei den Zahlen nichts mehr zu tun. Aber es ist hoffentlich richtig. Müssen Sie nochmal nachrechnen, ob ich mich nicht verrechnet habe. Aber das ist das, was Sie eigentlich hier rausbekommen sollten. Bedeutet ja? Das, dass so minus 5 keine Nullstelle ist, wenn wir einen Rest haben? Genau. Gut. Ja, das haben Sie völlig richtig geschlossen, weil der Schluss andersrum besagt, ja, wenn es eine Nullstelle wäre, müsste die Division ohne Rest aufgehen. Also andersrum gedacht, wenn es einen Rest gibt, heißt das, das kann keine Nullstelle sein. Genau. Das werden wir auch jetzt, wir werden das immer mal wieder machen, dass wir, wenn wir da Nullstellen haben, dividieren und dann werden wir immer sehen, es geht ohne Rest auf, weil wir dann ja weiterrechnen können. Wir werden auch später noch eine schönere Methode finden, speziell bei Nullstellen diese Division zu machen, die noch einfacher ist, müssen wir noch weniger rechnen. Das geht aber nur, wenn es ohne Rest aufgeht. Das klappt nicht immer, darum muss ich Ihnen erstmal diese Methode zeigen. Und diese Methode werden wir dann wohl auch mal gemeinsam machen, aber vielleicht rechne ich nochmal ein Beispiel vor. Ja, ein Beispiel oder zwei, mal gucken. Ich fange mal neu an hier. Mal ein bisschen größere Polynome. Ich habe mir hier hingeschrieben als Beispiel x hoch 3 minus 4x² minus 9x minus 84 geteilt durch x minus 7. Vielleicht machen wir das mal so ein bisschen gemeinsam. Genau. X hoch 3 geteilt durch x ist x². Und dann müssen Sie den ganzen Schmodder hier mit x² mal nehmen. Das mal x² ist x hoch 3. 7 mal x² ist, hier steht minus 7, wichtig, Vorzeichen. Minus 7 mal x² ist minus 7x². Minus 7x². Klammern drum, Minus davor. Subtrahieren, dann steht hier minus 4x², minus minus, also plus 7x², sind insgesamt plus 3x². Dann hole ich mir mal vorsichtshalber eine von den Sachen hier oben zur Hilfe. So, wie geht das nun weiter? Ja. Plus 3x. Plus 3x, weil ich jetzt ja 3x² durch x teile. Da bleibt übrig 3x, weil 3x mal x 3x² ist. Jetzt multipliziere ich wieder. Minus 7 mal plus 3x ist minus 21x. Minus 21x.
Klammern drum, minus 3 minus 3 fällt natürlich weg. Minus 9 minus minus 21 ist also plus 21 minus 9 ist 12, ne? 12 mal x. Hier oben steht noch was. 84. x geteilt durch 12 ist 12. 12 mal x ist 12x. 7 mal 12 ist 84. Minus 7 mal 12 ist minus 84. Abziehen. Und jetzt sehen Sie ja schon, hier steht zweimal dasselbe, kommt also 0 raus. Das heißt, diesmal ist es tatsächlich ohne Rest aufgegangen. Können Sie auch ausprobieren. Das bedeutet, diesmal haben wir tatsächlich eine Nullstelle. 7, nicht minus 7, sondern 7. Ja, x minus die Nullstelle. 7 ist von diesem Polynom hier eine Nullstelle. Wenn ich in dieses Polynom den Wert 7 einsetze, kommt 0 raus. Und das wäre das Q, das Polynom Q gewesen aus dem Satz über die Linearfaktoren. Ja. Sie können also jetzt das Polynom P hier schreiben als Linearfaktor mal dieses Polynom. Das ist Ihr Q. Und jetzt können Sie mit dem Polynom weitermachen, aber das Spielchen, das werden wir noch oft genug machen. Wir machen das mal so. Ich mache noch ein Beispiel mit Ihnen zusammen und dann habe ich noch eine Aufgabe für Sie und habe in der Aufgabe noch so eine ganz kleine Überraschung versteckt, aber da sollten Sie eigentlich mit klarkommen, denke ich mal. Das Beispiel, was ich jetzt mit Ihnen rechne, ist, damit Sie auch nochmal was anderes gesehen haben, in Z3 rechnen wir jetzt. Ja, das macht es mal ein bisschen interessanter. Denn wir hatten ja am Anfang gesagt, wir können das mit irgendwelchen Körpern machen. Z3 ist ein Körper, also muss das da auch gehen. Und wir mal überlegen, wie das in Z3 ist. Wir schreiben uns hin 2x hoch 4 plus 2x Quadrat plus x plus 1 geteilt durch x plus 2 gleich. So, da wir in Z3 rechnen, gibt es überhaupt nur drei verschiedene Koeffizienten, die hier vorne auftauchen dürfen, nämlich 1, 2 und 0. Und 0 taucht natürlich nicht auf, weil ich den ja üblicherweise nicht hinschreibe. Zum Beispiel steht hier eigentlich 2x hoch 4 plus 0 mal x hoch 3. Da müssen wir gleich noch aufpassen, dass hier nämlich das x hoch 3 nicht steht. Eigentlich wäre es vielleicht besser, vielleicht sollte ich das mal aus didaktischen Gründen machen, wenn ich hier so eine Betroffenheitslücke lasse und sage 2x hoch 4 plus, und hier steht so in Gedanken dazwischen noch 0 mal x hoch 3, damit alles seine Ordnung hat und die wirklich alle hier stehen. X hoch 4, x hoch 3, x hoch 2, x hoch 1, x hoch 0. Aber die einzigen Koeffizienten, die überhaupt vorkommen dürfen, sind 0, 2 und 1 und hier auch und in meiner Lösung natürlich auch. Ja? Da möchte ich weder nachher eine 42 haben, obwohl ich die Zahl sehr gern mag, noch sowas wie minus 1 oder so. Da soll auch kein negatives Zeichen vorkommen. Da sollen dann nur auch in der Lösung die Zahlen 0, 1 und 2 vorkommen. 2x hoch 3. 2x hoch 3 mal x ist 2x hoch 4. 2x hoch 4. 2 mal 2x hoch 3 ist 4x hoch 3. Und die 4 ist ja... Die 4 ist ja die 1, einmal x hoch 3, also steht hier plus einmal, ich schreibe es mal explizit hin, einmal x hoch 3. So. Das war das erste Mal, dass wir anders gerechnet haben als in den reellen Zahlen. Hier steht jetzt nicht 4, hier steht 1. Aber im Prinzip ist das alles ja noch einfacher, weil wir ja die ganze Zeit mit so schönen kleinen Zahlen rechnen können. Wir müssen uns jetzt nur überlegen, was es denn heißt, die 1 abzuziehen. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen, muss man erstmal den richtigen Grip finden für die Sache. Dass hier 2 minus 2 wegfällt, ist klar. Das ist ja bei der Polynomdivision immer so. Jetzt steht hier aber 0 mal x hoch 3 minus 1 mal x hoch 3. Also ich könnte jetzt hier, das will ich aber nicht, ich könnte jetzt hier minus x hoch 3 hinschreiben. Ich wollte aber ja nur die Koeffizienten 1, 2 und 0 zulassen. Was muss ich denn jetzt hier hinschreiben statt minus x hoch 3? Ja? 2x hoch 3. Da muss ich 2x hoch 3 hinschreiben. Denn 2 ist ja dasselbe wie minus 1 in diesem komischen Ding, ne? Oder Sie können auch andersrum denken. Statt von hier oben zu subtrahieren, können Sie ja von hier unten addieren. 2 plus 1 ist 0 in Z3. Also steht hier 2x hoch 3.
So, das kann ich hier mir borgen von da oben. Und jetzt wieder ganz normales Dividieren. 2x hoch 3 durch x ist 2x. 2x Quadrat, Entschuldigung. 2x Quadrat. Dann multipliziere ich, dann habe ich hier stehen 2x hoch 3 plus 2 mal 2 ist 4x Quadrat. Das ist 1x Quadrat. Minus davor, Klammer nicht vergessen, das fällt weg. 2x Quadrat, 1x Quadrat davon abziehen, bleibt 1x Quadrat übrig. Das von hier oben wird geborgt. Dann steht hier x Quadrat plus x. X Quadrat durch x ist x, also 1 mal x. Das multipliziere ich, dann steht hier x Quadrat plus 2x. Sie sehen, wenn Sie verstanden haben, worum es geht, ist das rechentechnisch viel einfacher, als mit in Häkchen richtigen Zahlen zu arbeiten. Das fällt weg. Hier steht wieder 1 minus 2. 1 minus 2 ist minus 1, also 2. Andersrum können Sie auch rechnen, zur Kontrolle. 2x plus 2x ist 4x, also 1x. Ne? Also kann eigentlich nichts schief gehen. Dann fehlt zum Schluss noch die 1, die von hier oben runtergezogen wird. 2x geteilt durch x. 2x geteilt durch x ist 2. Sie multiplizieren mit 2, dann haben Sie 2 mal x ist 2x. 2 mal 2 ist 4. Ist 1. Hey, das geht ja auf. Kein Rest in diesem Fall. Das heißt, die minus 2 ist eine Nullstelle von diesem Polynom. Minus 2, ja? Ja, das können Sie auch machen. Falls Sie das eben nicht gehört haben, Sie können natürlich, wenn Sie wollen, das Ganze auch mit in Häkchen richtigen Zahlen, also mit den ganzen Zahlen berechnen und dann erst ganz zum Schluss das machen. Allerdings mit einer Einschränkung, da müssen Sie ein bisschen aufpassen. Sie müssen manchmal ja auch Zahlen dividieren in Z. Ja? Und dann würden Sie, wenn Sie mit normalen Zahlen rechnen, Brüche rausbekommen. Auch das können Sie theoretisch nachträglich wieder reparieren. Dann müssen Sie aber ganz schön nachdenken. Also wenn Sie da mal sowas machen müssen wie, sagen wir mal, Sie sind in Z11 und müssen 3 durch 8 teilen. Das geht. Sie können das auch als 3 Achtel schreiben, aber machen Sie daraus mal wieder eine Z11-Zahl. Dann müssen Sie erstmal ein bisschen nachdenken. Ne? Aber grundsätzlich muss das natürlich alles funktionieren, weil es, wie wir ja wissen, egal ist, ob ich erst die ganzen Rechnungen mache und dann in die modulare Arithmetik gehe oder ob ich die ganze Zeit in der modularen Arithmetik rechne. Muss beides gleich sein. Hier nochmal kurz die Überlegung. Also, da diese Division aufgeht, habe ich hier einen Linearfaktor gefunden. Das bedeutet, was ist die Nullstelle, die ich gefunden habe? Ja? Minus 2, also 1. Ne? Minus 2 ist ja 1. Und wir können das ja mal testweise ausrechnen. Was passiert, wenn ich in dieses Polynom, nennen wir das mal p, den Wert 1 einsetze? Dann kommt raus 2 mal 1 hoch 4, also 2 mal 1, also 2, plus 2 mal 1 zum Quadrat, also 2 mal 1, also 2, plus 1, plus 1. Das ist 6 und das ist 0. Stimmt. Muss ich das noch vorrechnen? Nö, ne? Sagen Sie mal, was rauskommt. Ja? X hoch 3 plus 2x plus 1/2, das ist minus 2x plus 1/2. 2x plus 1/2. Rest. Minus 2x plus 1/2. Hat jemand was dagegen? Gut. Das Wichtige ist hier, dass Sie sich klar machen, dass es überhaupt nicht schlimm ist, dass hier Brüche stehen. Da hatte ich gedacht, dass vielleicht einige von Ihnen so ein bisschen ins Zweifeln kommen, weil wenn Sie mit normalen Zahlen rechnen, dann können Sie ja nicht einerseits mit Brüchen rechnen und andererseits von Resten bei der Division reden. Eins von beiden. Entweder es gibt Reste oder Sie haben Brüche. Aber hier können natürlich Brüche auftreten, weil das ja nur die Koeffizienten sind. Brüche im Sinne der Polynomdivision wären solche Geräte, sowas wie, sagen wir mal, x plus 1 geteilt durch x minus 7. Das wäre ein Bruch, eine gebrochen rationale Funktion. Sowas darf natürlich nicht rauskommen. Das ist etwas, was wir hier nicht erlauben. Aber dass Zahlen hier stehen, die Brüche sind, das ist nicht schlimm, weil das ja nur Teil des größeren Polynoms ist.
Entscheidend ist, Sie haben hier rausbekommen einen Quotienten und dann den Rest. Und der Rest muss natürlich immer einen kleineren Grad als das hier haben. Also dies hier hat einen Grad 2, dann darf der Rest höchstens den Grad 1 haben, denn sonst hätten Sie weiter dividieren können. Dann wäre Ihr Rest einfach zu groß gewesen, ne?